Moin, liebe Leute. Ich war erst mal ein paar Tage stand ich nicht zur Verfügung. Ich war krank. Habe immer noch ein paar Nachwehen. Ich habe extreme Rückenschmerzen gehabt. Ich weiß nicht. Das ist auch wieder so ein Ding. Früher habe ich schon einen Bandscheibenvorfall festgestellt bekommen. So, und wie ich dann im Nette gut war, fingen die Rückenprobleme wieder an. Ja, und die Ärztin, ich sagte der, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ne? Und dann sagte sie, ja, stellen Sie sich hin und bücken Sie sich ein bisschen nach vorne. Dann geht ihm den Zeigefinger hin und fährt mit dem Zeigefinger über meinen Rücken, über die Wirbelsäule. Dann stellt sie sich vor mich und sagt, alles in Ordnung, alles gut, keine Probleme. Ich sage, hey, ich habe einen Bandscheibenvorfall schon gehabt. Wie, keine Probleme? Nein, ist alles gut. Ne? Ja. Und ich war dann auf der Station. Nette gute wisst ja, da ist der 64er, ne, Maßregelvollzug. Ja, da war ich so auf der Station, der Zugangsstation, und hab Ibo gekriegt. Ne? Die haben mir auch geholfen. Immer so ein paar Stunden. So. Und irgendwann kam die an und sagten, ja, jetzt kriegen sie keine Ibo mehr, nur noch Voltaren. Ne? Ich dachte, ja gut, jetzt hilft. Ne? Ich nehme die, aber die haben kein bisschen geholfen. Ne? Und da ging ich bin da hin und habe gesagt, hey, die helfen nicht. Ne? Ich sage, ich gebe mir bitte wieder Ibuprofen. Ne? Nee, der bleibt nicht so. Ist okay. Bin ich am Telefon, hab meinen Anwalt angerufen, hab gesagt, schreib mal einen Brief oder mach mal was. Die lassen mich hier leiden, ne? Hab denen die Situation erklärt. Hab denen dann einen Brief geschrieben. Und auf einmal ging's zack, zack. Weil ich auch mein Bein so taub war und gekribbelt und gebrannt und gestochen hat, dann sind mich erstmal in BWTSK, Bundeswehr Zentralkrankenhaus. Ne? Das ist eigentlich ein Krankenhaus schlechthin. Ne? Da sind Politiker und alle hin. Ne? Ja, und haben die mich auf so eine Liege gelegt. Habe ich ein Kabel angeschlossen und und da sagt die Krankenschwester, die Gehilfin von dem Arzt, ja, beißen Sie fest auf die Zähne, ne? Ich war, ja, auf die restlichen Zähne kann ich drauf beißen. Beißt, und die hat dann, ich kam mit so einem Helm an, ne? So ein Kunststoffhelm, und ich sehe nur, in der Mitte war nur so ein Metallpunkt. Ne? Und da ich ja auch mit Elektrik und so ein bisschen Ahnung habe, ne? Ich dachte, oh wei, das sieht nicht gut aus. Ne? Und dann setzt sie mir den Helm auf, und auf einmal knallt das, und ich war. Ich bin abgehoben von der Liege, ne? So, ich dachte, boah, was wird das denn, ne? Ja, ein Stromschlag, ne? Damit man sehen kann, wie der Strom durch den Körper läuft, auch durch das Bein, ne? Da dachte ich, boah, so fertig, sagt sie, nehmen nochmal, ein anderes Bein. Boah, gut.
nochmal gemacht, nochmal denselben Kram. Ja, und haben sie gesehen, dass hier im rechten Bein ist gut, wie gar kein Strom mehr durchläuft, ne? Also die Nerven am Arsch sind. So, gut, das hat aber jetzt nichts mit dem Rücken zu tun. Da bin ich dann in MRT gekommen. Und jetzt kommt die Geschichte, wie die wie auch arbeiten. Ne? Ich war damit zum russischen Pfleger da. Ne? Und ja, der stand dann, mit dem MRT war, stand der auch draußen, weil die, ne? Ich weiß nicht, ob das Ärzte waren oder was weiß ich. Bei den Leuten und hat sich mit angeguckt und hat sich auch mit denen unterhalten. Ja, und wie ich dann fertig war, ja, sind wir dann zurück in die Klinik. Ja, er hat mir nichts gesagt, keiner hat mir was gesagt, ne, was ist, ob irgendwas ist, ne, nichts. Ja, wie ich dann am anderen Tag morgens arbeiten bin, ne? Ich bin ja immer früh auf, weil ich in der Küche gearbeitet habe. Saß ich morgens da, habe eine Zigarette geraucht auf der Bank draußen. Die hatten einen Schichtwechsel, hatten ihre Übergabe gemacht, ne? So, dann sprechen die ab, was im Vortag war, so, ne? Ja. Und auf einmal kommt ein Pfleger und der war so pro Patient, ne? Also der hat sich schon, der war gerecht, ne? Der war so. Ja, der hat halt, wird recht, muss recht bleiben, ne? So war der eingestellt, ne? Und dann sagt der Herr Arnbech, das ist kein Wunder, sie kann immer Probleme im Rücken haben. Ich sag, wieso? Ich sagte, ja, ihnen fehlt eine Bandscheibe, ne? So. Ich so, ach, jo, ja, ich hab mir sowas, irgendwas so gedacht, dass da irgendwas schon Extremeres ist, weil ich im Bett gelegen habe und hab dann so die Empire-Stellung eingenommen, wie man so schläft, und mich dann so noch krummer geboten und wieder gerade und ein paar Mal und hab richtig gehört, wie knack, 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 ne? Wie so die Knochen aufeinander gerieben sind, ne? Und das habe ich die ganze Zeit schon gemerkt, ne? Also glaube ich dem Pfleger, ne? Ja, auf einmal kommt dann der Bericht, der Arzt dann vom Lett, gut, ja, nein, die haben nichts festgestellt. Ich dachte, okay, ja, was willst du machen, ne? So, wenn der dann, ich war ein Russe, sie haben ihn festgestellt, gar nichts, ne? Bei dem war das beste Rezept Milch mit Honig, ne? So. Naja. So arbeiten die auch. Ja. Ja, irgendwann bin ich wieder in den Knast zurück. Und ich fand das auch gut so, dass ich habe rausbekommen, warum ich drogenabhängig geworden bin. Das war eigentlich das größte Ziel, was ich da erreichen wollte. Das habe ich geschafft. Ne? Ich habe nicht geschafft, Abstinenz zu leben. Aber ich weiß warum und das ist gut. Ne? Ich versuche es nochmal, ihn zu leben. Mein Urteil ist gekommen. So, dann kann das nicht mehr so lange dauern, bis der Stellungsbefehl kommt. Jetzt muss ich nur noch einen Antrag stellen, dass die Wohnung übernommen wird für die 2 Monate.
Ja, dann gehe ich da hin und sage direkt abdosieren innerhalb von einem Monat. Wenn ich einen Monat habe, mich zu regenerieren. Ja, und dann kann ich raus und kann mir einen Job gucken. Ja, Staplerfahrer werden viel gesucht. Ja, blöd ist halt nur meine Vorstrafen und mein Alter, ne? 52. Jetzt, also nächsten Monat werde ich 52. Ja. Ja, wenn Not am Mann ist, vielleicht habe ich Glück und krieg nochmal einen Job, ne? Für die 15 Jahre oder so. Ja, 15. Ja, könnte ich mir noch ein bisschen Kohle an Seite sparen, ne? Wenn ich clean bleibe und alles läuft, ne? Ja, warten wir mal ab. Jetzt soll ich euch jetzt für eine Geschichte erzählen. Es ist schon 5 Uhr. Ich bin gerade überlegen. Es gibt eigentlich so viele, ne? Ich erzähle einmal eine Geschichte, ganz kurz. Dieses Beiß-Scheiß, ne? Ich ging auch in Koblenz, ging auch das Spice rum, ne? Das ist Papier, ne? Das sprühen die so, die DIN-A4-Blätter, sprühen die oder tauchen die, ich weiß nicht, wie das gemacht wird, in diese Lösung da rein, ne? Und schicken das dann so als normalen Brief, schicken die das rein. So, ja. Ja, und dann ist das ein bisschen hier, aha. So, und da kosten dann 15 Kästchen, kosten ein Koffer. Also Koffer bedeutet ein Päckchen Tabak, ne? Koffer mit Henkel bedeutet, mit Henkel bedeutet dann Blättchen, also ein Päckchen Tabak mit Blättchen, also Koffer mit Henkel. Also Glas Kaffee bedeutet eine Bombe, gib mir eine Bombe, ne? Ja, auf jeden Fall, die waren im Hof und die haben dann geraucht, ne? In jeder Ecke stand auf einmal irgendeiner von denen, ja, was heißt irgendeiner, ich wusste ja, wer das alles war, ne? Und waren am Kotzen ohne Ende. Das Zeug war anscheinend richtig stark gewesen. Ja. Ja, und die Beamten ein klein bisschen überfordert gewesen bei 4 Stück. Ne? So, und ja, das hält ja nur 20 Minuten oder so. Dann sind die wieder normal. Ne? Wenn sie nicht umfallen, dann wird dann Herz kriegen. Ne? Und das ist ja auch schon oft genug passiert, dass die Leute dann ein Herzversagen gestorben sind, ne? Ja. Ja. Ja, das ist jetzt die Droge, die im Knast hauptsächlich geht, ne? Dieses synthetische Spice-Scheiße. Ja. Leute, ich muss 5 Uhr, ich muss das fertig machen. Ne? Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Ne? Macht's gut, bis dann. Alles in Ordnung. Ciao.